Ja, und somit ein herzliches Hallo zu American Truck Simulator. Weiter geht's, erster Part und der erste Livestream. Bin ich ja schon gefahren, jetzt geht's weiter und ich habe gedacht, jetzt ist es soweit und wir kaufen uns den ersten LKW. Dazu müssen wir aber den einen oder anderen Kredit aufnehmen. Zweimal 10, genau, dass wir genug Kohle haben. LKW-Händler, Canvas. Wir schauen hin. Wir können uns auch nur den ersten hier leisten. Ich habe schon ein bisschen umgesehen und ich kann mir im Prinzip eigentlich eh nichts dazu kaufen. Ausführung ändern, ja. Da werden wir aber wieder schauen, ob es nicht den einen oder anderen Mod gibt. Ist das der Tank? Nein, oder? Das ist ein bisschen klein, Freunde. Das kann nicht der Tank sein. Da ist der Tank. Was ist das? Reservetank wahrscheinlich. So. Ja, 10 und 20 gibt es hier andere Kabinen, Fahrerhaus. Hier gibt es auch ein paar Sachen zum Ändern vom Fahrwerk her. Level 6 erst. Ja, da müssen wir jetzt noch leider mit dem 370 PS hier herumgurken. Müssen wir jetzt schauen, dass wir wirklich eventuell ein bisschen leichtere Fracht am Start haben. Maximal 20. 1000, nicht 40.000, also wird es ein bisschen mit dem ein bisschen zäh beim Fahren, glaube ich. Außer das Angebot ist so geil, dass wir da unbedingt zuschlagen müssen. Ja, Retarder hier, das Getriebe, 2000 mehr, ich weiß nicht, nee, das brauchen wir nicht. So, das einzige hier, die Ausführung können wir ändern, das ist aber nur bei der Tür da unten, so oder so. Ich entscheide mich. Für das. Keine Ahnung, ob das jetzt drin ist oder nicht. Schaut aber so aus. Ja, ist nicht so dramatisch. Ja, was nehmen wir für eine Farbe? Vielleicht wirklich aus allerersten LKW auch gleich die Standardfarbe weiß. Vielleicht einfach. Schwarz kommt jetzt nicht so geil. Blau, weiß ich nicht. Rot. Gelb. Ja, hier könnte man auch generell irgendeine Farbe aussuchen. Metallic. Nö. Der allererste LKW wird weiß. Standarder Farbe mal. Alles auf Standard gesetzt. Wir können uns dann noch immer austoben. Ohne Ende. Ja, da gibt es dann die ganzen Muster. Hier wird es eine Special geben. Aber gefällt mir es nicht so wirklich. Für unser ersten, allererstes, unser allerersten. Allerersten LKW. Den nehmen wir auch ganz normale Standardlackierung. So, ja, hier gibt es einiges. Da können wir sich schon einen größeren Tiergriff leisten. Den nehmen wir gleich mit. Müssen wir den drüben auch markieren? Nein, ist er lackiert. Passt, also markiert. Stoßstangen gibt es da anscheinend aber nicht allzu viel, sehen wir dann leider. Weil da kommt das mit den DLCs noch zusätzlich dazu. Irgendein erstes DLC habe ich gehört. Der ist schon mal gratis, ich weiß aber jetzt nicht was, war es Texas oder ich habe keine Ahnung. Irgendein erstes DLC, was kommt, soll gratis sein auf jeden Fall. Hier gibt es leider nicht so viel. Da müssen wir uns wirklich ein bisschen, dann bei den Felgen gibt es ein bisschen was. Reifenmäßig, ja, geht so, 5, da kommen wir noch eher hin. Auspuff gibt es auch noch zwei zusätzliche verschiedene dann leider. Nicht mehr und auch nicht weniger. Seitenverkleidung gibt es dann ab Level 4 eine nur. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt generell dann hier bei dem Modell ausschaut oder ob das Original so dann ist. Hinten kann man dann ein bisschen was machen. Level 5 dann andere Spritztacken hier fürs Wasser. Ja, oben natürlich da ein Dachspoiler bzw. hier eine
Kabinenlampen. Okay, da kann man sich ein bisschen was machen. Ja, das ist halt das, was man hier machen kann. Das ist aber eh das Übliche, wie meistens immer. Innen. Da ist das jetzt komischerweise nicht dabei, macht aber nichts. Da zeigt aber den Frontspiegel an hier. Was für ein Frontspiegel? Verstehe ich nicht. Hauptspiegel. Also keine Ahnung. Level 3, da können wir auch dann demnächst schauen. So. Das wird also werden. Die andere Marke, was da gibt, ja, der ist ein dicken billiger, glaube ich. Aber egal, bestätigen. Und kaufen. Unser allererster LKW. Sehr geil, oder? In unserer Firma. Jetzt ist er soweit. Wir starten durch. Oh, verchromte Türgriffe. Ja. Unser allererstes Tuning auch gleichzeitig. Sehr schön. Ja, so geht's halt los hier. Wunderbar. Wo fährt die Kamera hin? Weiß man nicht. Wir setzen uns mal rein. So, ich habe das mal eingeschaltet, dass wenn wir hier lenken, dass das mitgeht. Hm. Kann man jetzt noch nicht sagen, ob das so geil ist. Eigentlich. Hm. Probier's mal aus. Man kann es ein bisschen weniger auch geben. Ja, ich weiß noch nicht. Wir werden es mal ein bisschen einbremsen, glaube ich eher. Ich habe das wohl bei jemandem gesehen. Tun wir das mal ein bisschen runter und schauen wir uns das mal an. So, dass wir jetzt auch gleich einmal zum Fahren kommen. Starten wir mal. Was haben wir denn Sprit eigentlich? Das müssen wir jetzt auch alles schauen. Gefährt. Haben wir hier schon eine eigene Tankstelle? Wahrscheinlich nicht, oder? Nope. Da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen, das Ganze. Verwalten bauen wir da noch nichts. Ich hoffe, der Ton ist noch immer soweit okay. Sehr geil. So, Sprit ist eigentlich voll. Das finde ich immer sehr sympathisch, wenn ich ein Auto kaufe. So, wo und wie finden wir jetzt San Francisco? Moment. Genau, Frachtmarkt. San Francisco, perfekt. So, was haben wir da jetzt am Start? 1911 die Meile. 1922. Oh, 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 oh. Haushaltswaren, Digger, Bulldozer, Maschinenteile, das wäre noch am leichtesten. Standardlieferung. Das wäre eine hochwertige Fracht. Ja, bringt aber nicht wirklich viel. Wir wohin? Darauf. Da müssen wir da runter. Das haben wir auch noch nicht freigeschalten. Macht aber nichts. Ah, da oben stehen die Meilen. Das sind 169 Meilen. Ja, aber wir sind da um einiges leichter. Angabe läuft ab in 2 Stunden. So, das nehmen wir gleich. Komm. Blinker funktioniert. Wir sehen, jetzt werden die Handbremse anzogen. Oh, Kollege. Ja, das ist ein bisschen das teurere Modell anscheinend. So, jetzt haben wir das nur leicht eingeschalten hier. Was ist denn da los? Geiler Anhänger, ja. Dank.
Kommt, lass mich mal raus, Polizei. So, jetzt schneiden wir hier mal raus. Ah, 30 Mädel haben wir hier. Hoppala, wollte ich gar nicht. Wer ist isugig eigentlich? Rotartemperatur, Fuel, ja. Okay, wir müssen links abbiegen. Motor City hier. Anhänger. Geht's eigentlich noch ganz okay dahin. 36 Meilen, 35 Meilen bis zum... Bis zur Firma? Na gut. Auf der anderen Seite von San Francisco. Aber grundsätzlich haben sie die Stadt auch schon geil gemacht, also ich finde es jetzt schon besser. Oh, Glück gehabt, als beim ETS bis jetzt eigentlich. Es kommt irgendwie, kommt man das alles ein Ticken besser vor, auch schöner. Eieieiei. Ist ja der Wahnsinn. Schneidet er raus mit seinem Prius oder was das ist? Hab ich da nicht gesehen? Was ist los mit dir? So, da vorne können wir schon links einbiegen. Da sehe ich ein Bett auch zum Schlafen, das ist geil. Achso, wir müssen aber vor die Fracht einmal abholen. Ich hoffe, das geht sich dann danach noch aus. Also bei so einer relativ kurzen Fracht hat man da auch pennen können. Ich weiß gar nicht, kann man sich da die Stunden aussuchen? Nein, der pennt automatisch dann ein paar Stunden, oder? Jetzt stehen wir mit der Kreuzung drin. Und es wird rot, aber es geht gut. Na, jetzt kann ich mich nicht niederlegen, sonst geht das Angebot ja aus. Das geht ja auch nicht. Jetzt schauen wir mal, wie weit schaut denn da nach innen? Naja, viel bringt das nicht. Schauen wir einfach mit der Maus wieder, das passt schon. Genau, grüße Gott. Was hat denn da noch im Angebot leicht? GPS, das war glaube ich das, was ich markiert habe, oder? 16. Nö, das bringt eh mehr. Auftrag annehmen. Was haben wir? 13 Minuten schon und nicht einmal den Auftrag angenommen. Na, das ist ja wieder ganz ideal. So, wo müssen wir... Ist das unser Anhänger schon? Nein. Nein, da. Der nebere, genau. Unsere allererste Fracht. Unserem eigenen LKW. Schade, ich würde gerne mein Firmenlogo Pickel auf dem LKW drauf. Das geht leider auch noch nicht. Das hätte ich mir schon beim ETS gewünscht. Gewünschen, aber gut. Geht halt leider nicht. Jetzt haben wir 169 Meilen. Jetzt schaffen wir noch dahin und dann fahren wir direkt irgendwo hin schlafen, pennen. Und dann suchen wir einen neuen Auftrag, oder? Lustiger Container. Ja, modmäßig, so Standard-Mods müssen wir dann schon schauen. Ein paar andere Trailer. Jetzt so viele unterschiedliche gibt es da glaube ich nicht.
Ja, das schaut alles optisch wirklich geil aus. Gibt's überhaupt nichts. Und los geht's. Ja, das Gewicht ist aber okay, sag ich mal. Jetzt müssen wir den Starter mal halbwegs. Dürfte auf die Autobahn raufgehen. Schön die Brücke hier, wunderbar. Hier, was haben wir hier? Hafen oder was weiß ich. So, gleich nach links. Ja, das FedEx, da gibt es sicher auch noch eine Mod. Los geht's. Post-Ed. Ah, er hat das übernommen, die Polsterung da in der Tür. Sehr schön. Fast jetzt oder fast nicht. Sie wissen es noch nicht. Boah, da schleift er sich ein hier mit seinem Oldsmobile. Na, fahr doch. Überholt uns da. Ein bisschen schmale Reifen war da drauf. So, jetzt schauen wir gleich mal hier bergauf. Hui. Ja. Da stoßen wir schon an unsere Leistungsgrenze. Jetzt wird auch geil von außen, da wie es raus, Nebel beim Auspuff. Also wieso das wieder nicht ist, also das... Kann nicht so schwer sein, oder? Ein bisschen an Rauch. Um sie schafft es ja auch und Ding. Naja. Das finde ich echt schade. Das würde noch die Atmosphäre um einiges heben. So, Golden Gate wieder, oder? Die Fahnsicht oder wie? Und 28 Meilen, 18 Minuten, mal schauen, ob wir bis ans Ziel noch kommen. Das kommt wieder das, wo ich glaubt habe, da ist eine Mautstelle, ist aber keine, oder? Außerdem fahren wir da außen herum, geil. Ah, von der anderen Seite wäre das, okay. Ah, da könnten wir bannen. Machen wir aber jetzt nicht. Aber wir werden bald zum Gehen anfangen, glaube ich, oder? Das Bett ist schon fast voll. Von der Ding her. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags. Vielleicht schaffe ich es irgendwie, dass wir da wieder am Abend gehen können oder so, weil sonst wird man gerade auch am Ding munter werden. So, wir müssen ja auch weg. Nicht vergessen. Knapp gute 100 Meilen noch. Jetzt links. Wohnmobil. Ja, die Landschaft und das Ganze gefällt mir schon ganz gut. Muss ich sagen. Irgendwie schon besser über ein ETS. Vom Gefühl her irgendwie. Ich weiß nicht. Mir gefällt es einfach. Kommst du noch raus? Na klar kommst du noch raus. Geht schon. Das wird eng. Holy shit. Glück gehabt. Ja, kein Problem, ich warte doch.
ist das eigentlich? Ist das ein LKW-Händler auch? Nein, das ist nur ein Service-Park, oder? Brauchen wir aber jetzt nicht. Nach 2 Stunden 37 haben wir noch Zeit. Für 100 Meilen, das soll man noch schaffen. Tankstelle, sehr schön. Schau mal auf die Map, ob man da eh eigentlich so fahren. Ja, das passt. Ja, man könnte auch hier die 5 runter und dann so oder so, na so nicht, aber die 5 runter und dann so, ja. 99 darunter. Ja, okay, das ist jetzt nach Fresno fahren wir, genau. Ja, okay. Das geht noch. So, ganz gechillt hier auf der Bundesstraße, einwandfrei. Das ist irgendwie geil. Vor Runde MotoGP gefahren und jetzt hier ganz entspannt Truck Simulator mit den Kenworths hier in Amerika hier ein bisschen herumtuckern. Das ist doch mal cool, oder? War nicht so cool, ich verpasse fast die Auffahrt hier. Uiuiui. Mehr aufs Radar schauen oder mehr aufs Navi. Und runter. 125 Gallonen haben wir noch am Start. Man kann es ein bisschen schwierig erkennen, glaube ich. Kann man da ein bisschen hinzoomen noch? Ich weiß gar nicht. Vielleicht soll ich ein bisschen auf den Verkehr schauen auch. Rechts unten das gelbe, der gelbe Helfer für Parking, vielleicht ist die Handbremse und links der Trailer zum Entkoppeln anscheinend, okay. Mal schauen, ob wir auf T drücken oder drinnen sitzen, ob sich der Hebel bewegt. Wäre lustig. Hier fahre ich weg. Alles klar, Fresno, da müssen wir hin. Und schon wieder links. Hier mit Holz schaut auch cool aus, die Ding. Boah. Rios, jetzt bleibt da stehen. Achso, wegen der Stopptafel. Alles klar. Gut, da schaut jetzt wieder eigentlich komplett gleich aus hier. Das Eck. Aber gut, was soll man da viel anders machen? Überfahrt über die Autobahn, Auf- und Abfahrt. Hier runter? Nein, nächste runter. Industriegebiet hier, sehr schön. So, Freunde, da biegen wir mal ab. Ist doch herrlich, oder? Für den Bart optimal. 23. Boah. Am Ziel können wir es ein bisschen kürzer machen dann. Ganz entspannt. Also die Längen, rein von den Längen her ist das ja eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Natürlich haben wir dann für die weitere Entfernung mehr Kohle kriegen. Why not? Aha, und da haben wir schon das erste Mal gegeben. Alles klar, perfekt. Machen wir dann. Wir legen uns dann hin. Wir fahren dann mit der leeren Zugmaschine irgendwo hin und suchen uns mal ein Bett. So, irgendwas Ding. Bis wir da irgendwo zum Schlafen kommen, ist eh schon mal Richtung Abend vielleicht. Dank. Ja, haben wir genug. Fresno, erster Aufenthalt. Ach, geil, bergauf, bergab hier alles. Fluss. Schaut einfach geil aus irgendwie, ich weiß nicht. Du fährst dann noch raus. Na, gibt's denn das? Also das finde ich ein bisschen das zweite Mal schon hier, dass der da rausschneidet. So ein LKW auch. Also wenn man da nicht aufpasst, dann kracht's.
Frage, sollte man jetzt schon noch einen Kredit aufnehmen, noch einen LKW kaufen und schon die KI für einen fahren lassen? Zahlt sich das schon aus? Jetzt habt ihr da noch eine Idee für mich. Grundsätzlich vielleicht ja schon. Ja, aber zu viele Kredite, das ist dann auch nicht so geil. Aber soll ich das jetzt alles so wegfahren? Hm. Im Prinzip, wenn der mehr einbringt, was der Kredit kostet hat, wird es im Endeffekt schon was bringen wahrscheinlich. Weiß ich jetzt gerade nicht. So, da hätten wir einen Schlafplatz, da fahren wir dann gleich rüber, das passt. So, sind wir auch schon. Nein, ein Nein! Scheiße, die Zeit ist abgelaufen. Fuck. Null, wir machen jetzt eine Schnellabhängungsding. Vielleicht haben wir noch ein Glück. Ach du Scheiße. Scheiß auf die XP. Null. Und? Ach du Scheiße. Die Zeit ist abgelaufen, das habe ich komplett verpeilt. Aber wir haben keinen Malus, oder? Es ist, glaube ich, noch ausgegangen. Holy shit. Zahlt so 90 XP. Na gut, 1000 auf 1400, da sind die 90 auch schon egal. Aber es ist gerade noch ausgegangen, glaube ich. Hui. Verbrauchte Kraftstoff. Ah, da gibt es ja auch ein Ding, glaube ich. Level 3, da werden wir noch ein bisschen brauchen. So. So, wir müssen mal pennen gehen, es hilft nichts. Jetzt haben wir das mit dem Knopf vom Trailer nicht. Ah, egal. Das ist schon der Stapler. Ja, ich weiß, die Sicht wird schon etwas trüber. Ich muss gleich einmal schauen, ob es schon irgendwelche Mods gibt oder so. Irgendwas. Also, war schon der erste Patch, glaube ich, mit 12 oder 20 MBs. Ich habe jetzt nicht gelesen, was, aber es war schon der erste Patch da heute. Via Steam, ich habe so gesehen, dass er runtergeladen hat, aber ich habe die Patch-News leider nicht gesehen. So, hier können wir schlafen auch, oder wie? Okay. Packen wir uns einfach mal hier ein, weil ich schätze mal, das wird sein. So, wenn wir dann die eine oder andere Fahrt und mit dem Fahrzeug vertraut sind, werde ich dann auch einmal gangmäßig das Ganze ein bisschen selber in die Hand nehmen, auch natürlich. Vielleicht auch komplett mit Kupplung einmal probieren dann, eine Fahrt. Haben wir eh schon mal ATS2 auch gemacht. Da nehmen wir Kollegen hin. Ja, da schaut schon ein bisschen geil aus, aber das ist die andere Marke. Das Rohr, Auspuffrohr ist komplett gleich eigentlich. Also aber der Better Build, ich glaube das wäre dasselbe Modell. Ja, optimal, da können wir gleich vergleichen. Das wäre dasselbe Modell, nur vom Better Build. Ja, auch geil, ja. Der Motorgrill vorne fällt einmal dicken geiler. Dann unten, ich weiß nicht, ob das Standard ist da unten, wir haben noch das Schwarz. Der hat da weiß und da ist ein Nebler drin, ja, vielleicht hat er schon ein Mini-Update oder ich weiß es nicht. Ja, sonst ist nicht der Riesenunterschied. Hinten die Fenster da ein bisschen anders, das sieht ein bisschen besser noch raus. So, wenn findest du eine Parkmöglichkeit? Ja, habe ich schon. Was muss ich drücken? Enter. So, was haben wir jetzt für Zeit? 2 Uhr in der Früh, na geil. Ja, macht ja nichts, das ist sehr, naja.
Aber vorne sieht man dann gar nicht die. Gut. Das soll es mal gewesen sein. Für diesen Part, wir haben einen eigenen LKW. Erste Route sind wir gefahren. Wir sind in Fresno und schauen wir gleich einmal, was wir da so am Start haben. 15, 16 haben wir das schön gelistet eigentlich. 19 hier. Sehr schön. Ein Bulldozer. Ne, muss ich außer dem Ding. Sehr schön. 4700. In 2 Stunden läuft's ab. Und es ist wieder keine extra Ding. Ich habe wieder keinen Gefahrenguttransporter, obwohl ich den schon freigeschalten habe eigentlich mit den Fähigkeiten. Maschinenteile fräsen nach Barzow. Da nach unten. Ist auch geil, vielleicht können wir dann noch Nevada weiter oder so, ich weiß gar nicht. Den werden wir mal annehmen, das Navi-Ziel eingeben. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ach, shit. Was ist da? Beifahrerschild, 50 Euro, what? Das gibt's. Beifahrerschild, Standardschild. Da muss man aber noch hinschauen. Dann können Sie wieder mitfahren, Freunde. Ich weiß nicht, ob die 30 Minuten oder ob ich einfach beinhart maximal 20 fahren soll. Ob das irgendwie insgesamt besser ist. Ich weiß es nicht. Angebot läuft ab in 4 Stunden und 15 Minuten. Starten wollte ich eigentlich. So. Ich werde mal den Anhänger holen und wir werden dann das nächste Mal, Freunde, ja, diese Tour wieder fahren. Ob es im Stream ist oder hier wieder in einem normalen Bad, werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Kommen. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.